So, erstmal von guten Eindrücken erschlagen werden. Ich dachte, dass er davon wenigstens getroffen wird. Leider nicht. Willkommen zurück zu Fallen Order. Dem Spiel mit den unpassendsten Cliffhangern aller Zeiten. Lass mal die Tür auf und darf endlich mal eine Abkürzung einsetzen. Dankeschön. Oh ja, Moment. Da nehme ich halt gerade erstmal schön das doppelte Lichtschwert. So. Die sind immer noch am Kämpfen. Ich bin immer noch am Rätseln, wie ich da rüberkomme, aber das regeln die hoffentlich. Oh, 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 oh. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Ja, ja, du mich auch. Ja, wie er ihn einfach tritt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, ja, ja. Ich habe sie. Aber der erste war auch ein Lappen. Oh! Das werden sie bereuen. Er hat die Umarmung des Todes, ey. Nee, danke. Free Hugs, hat er gesagt. Hab ich keine Lust drauf, hab ich gesagt. Yo. Links oder rechts? Es geht leider nur da lang. Kann ich hier irgendwo was drücken? Yo, tatsächlich. Ich bin auf den großen roten Knopf mit dem Totenschädel drauf. Mit seinem komischen Entehaken. Ich will auch einen. Freddy Wookies. Yo. Finally. Die schlecht grafisch dargestellten Wookies. Ich weiß auch nicht, wie die das bei dem Spiel versauen konnten. Aber das fragen sich wahrscheinlich viele. So, und wir fahren erstmal schön mit dem Aufzug. Weil Aufzugfahren ja so viel Spaß macht. Dann, Moment. Was kann ich denn hier tun? Oh, ist das Ganze überladen? Hä? Was hat er denn jetzt gemacht? Hä? Achso, der hat... Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, und davon viel. Abkürzung freigeschaltet. Juhu. Hä, was hab ich denn jetzt gemacht? Überladen sollte in meinen Augen auch irgendeinen Sinn haben. Das hatte anscheinend überhaupt gar keinen Sinn. So, und fast die meisten Fähigkeiten hier ausgerüstet. Wir nehmen einfach die Combo-Verzögerung. Ja, das sieht doch nice aus. Okay, nehmen wir doch mal mit. Please. Was macht sich das denn in der Praxis? Hä, das war aber nicht die Kombi, oder? Ah, okay. Ach, und das kann ich ein paar Mal machen. Okay. Okay. Die Plattform habe ich da wieder mit Strom versorgt. Stimmt. Das war das, was in der letzten Folge gesagt wurde mit Yo, Bro. Das hier braucht Strom. Der Aufforderung bin ich danach gekommen. Dann fahren wir mal wieder mit dem großen Aufzug hier. Ach so, ja klar. Ja, ich kümmere mich erstmal um die... Ja, gegen alle möchte ich hier nicht kämpfen. Wir werden dich auslöschen. Genau. Ah, shit. Zu spät. Unproduktiv. Ja, das stimmt. Ah, wie komme ich denn an die nochmal dran? Die müssen... Ach, die müssen sich... Verfolge den Jedi. Ja, die müssen nachladen und dann kann ich mir die holen. Aber das Problem ist, wenn die das einzeln machen, schön verzögert, dann komme ich nie an die ran. Und wenn er hier hinter mir herrennt, mag... Ja, die haben Spaß, ne? Ihr habt Spaß. Hauptsache, ihr habt Spaß. Überfordert. Nee, das war falsch. Das war falsch. Boah,
ist nervig. Das ist nett. Warte. Nein. Easy. Okay, nein, nicht da reinrollen. Er rollt schön ins Feuer. Ey, das war aber jetzt gemein. Oh. Tu ich gerade. Hab ich gemerkt? Oh, oh. Ja, das war's wahrscheinlich. Ciao. Ah, schön erstmal den Drop. Okay, ich merke auch, wie ich langsam so ein kleines bisschen unaufmerksam werde. The Book of Excuses has been opened. Lass mal Kaffee nachschütten. Der Kaffee für echte Versager. Jetzt muss ich den schon wieder ausweichen. Na komm. Zu spät. Treffer am Ziel. Hä? Wo ist er denn? Ach da, okay. Ja, und dadurch, dass er jetzt schön gelb leuchtet. Shit. Schöne Kombi. Das nicht. Aber. Das Ding ist echt gruselig. Ach so, okay, verstehe. Haben wir die Backen. Nein! Oh, ich sag's. Heiß! Wieso? Du bist auch trivial. Aua. Nein, ich erwähne. Oh Gott. Jedi! Wir haben so wenig Feuerkraft für den Rumpf. Sind dabei. Ja, genau. Ist klar. Weil ich auch sonst keine Freunde habe. Außer dem großen Läufer jetzt hier. Alter. Boom. Ah, komm. Au. Ich würde sagen, eigentlich könnte er so schön über mich drüber latschen, aber das fällt ihm irgendwie nicht ein. Okay, nicht nice. Und Granaten. Dass die da oben nehmen auch nicht helfen. Achso, die stehen einfach mal 2 Meter neben den Partisanen. Interessant. So, ciao. Ja, relativ easy. Le Pilot. Achso, ne, dann halt nicht. Alle mal zuhören! Es waren viele harte Jahre. Wir haben Kameraden verloren, Freunde. Familie an das Imperium. Dunkle Zeiten. Trotzdem brennt das Feuer noch. Die Hoffnung brennt noch. Die Jedi sind noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Kashyyyk ist noch nicht verloren für die Sache! Ja, das muss man ihm lassen, er weiß, wie man reden hält. Du weißt, was das Imperium Kashyyyk angetan hat.
So etwas passiert überall in der Galaxis. Meine Partisanen könnten einen Jedi gebrauchen. Das ehrt mich. Aber ich muss zuerst noch unsere Mission zu Ende bringen. Verstehst du? Das Angebot steht. Und ja, nicht vergessen. Karl, ich bin Mari Kosan. Und das ist Commander Choisek. Hallo? Tut mir leid, ich spreche nicht fließend. Choisek sagt, er hilft dir, damit du Tarful findest und wird für dich bürgen. Ihr glaubt, er lebt noch? Zuversicht, Kerl. Wir halten Kontakt mit deinem Chef. Für die Sache. Die reden immer von der Sache, aber weiß überhaupt einer, was die Sache ist? So ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Selbst wenn es euch das Leben kostet? Jemand muss das Imperium bekämpfen. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsam. Gute Reise, Kerl. Jo, aber ich kann ja weiter mit der labern. Wir melden uns, wenn wir Tarful gefunden haben. Du kennst Tarful? Er gehörte zu Tarfuls Leuten. Er wurde aber gefangen. Seine Rettung war für Tarful zu riskant. Er war monatelang in der Raffinerie. Choisek hilft dir, Tarful zu finden. Könnte aber dauern. Sind viel unterwegs. Mehr will ich gar nicht. Danke. Ja, auch das hielt sich gering von der Informationsdichte. Okay, cool, ich kann auch mit mehr Wookies reden. Die reichen erstmal offiziell Beschwerde ein, wegen der grafischen Darstellung, die die bekommen haben. Sekunde. Genau, der ist auch schon ganz niedergeschlagen, deswegen. Gut, wie viele waren's? 20, glaube ich. Bei mir 14. Dann musst du aufholen. Das werde ich. Je länger ich lebe, desto mehr Imps kann ich ausschalten. Rache für die Zerstörung deiner Heimat. Unsere Heimat. Wir sitzen im selben Boot, dieselbe Sache. Eine Familie. Was deine erlitt, erlitt auch meine. Und ja, nicht einfach mal sagen, welcher Planet das war, aber ja, das ist dann wieder nebensächlich. Nein! Oh Gott. Moin. Wir konnten den Wookies helfen. Befreiung der Unterdrückten. Daher kommt die Leidenschaft, weiter zu kämpfen. Jeder Tod, jede Sackgasse bringt Kämpfer hervor, die keine Angst vor der Niederlage haben. Davon genügend. Und der Sieg gehört uns. Geschafft. Aber es war extrem knapp. Ohne dich wird es schwieriger. Ich weiß. Aber ich kann die Mission nicht abbrechen. Das verstehe ich. Ich habe Infos, die dir helfen können. Vor kurzem haben meine Leute ein verlassenes Wookiee-Dorf durchsucht. Nichts von Tarful. Aber die sicherste Route in die Schattenlande führt durch die Raffinerie. Ein eingebauter Fluchtplan für alle Fälle. Du begreifst schnell. Wenn du bereit für die Suche bist, ist das der Weg. Naja, wann ist man das schon? Ihr kämpft schon so lange. Hat euch der Krieg was gelehrt? Tragödien vereinen Menschen. Alles, was das Imperium uns nimmt, macht uns nur stärker. Ungerechtigkeit bewegt andere, sich uns anzuschließen. Halten wir zusammen, können wir siegen. So wie heute. Danke. Ich danke dir. Darf ich jetzt heute schon mal los, oder muss man noch weiter mit ihm reden? Okay, müssen ja schon mal gar nicht. Cool, dass die hier so einen alten Klontransporter umfunktioniert haben. An den Dinger muss ja auch Höhenangst haben wie sonst was. Und sich ja fast so wieder in so einem freien Fallmodus. Aha. So, wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? So viel Gerede um gar nichts. Aber okay, die nächste Tür. Wäre interessant. Okay, man sollte ja meinen, dass der eine Wookie da mitkommt. Tut aber gar nicht. Jo, das war ein Klopp. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt.
Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Zephyr-Programm finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Neues Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Und natürlich dann zum... Ach so, dann muss ich da wieder hin. Nice. Oder generell einfach ein Sepho-Grab. Hier habe ich einiges übersehen. Und ich dachte, ich muss jetzt zum... Hä? Ich dachte, ich muss hier jetzt den Tafel treffen, anstatt dass ich dann nach... Ach, keine Ahnung. Dann kann ich hier wenigstens schon mal den Durchgang... Und die anderen sind okay? Du siehst immer... Verschalten. Tief was? Hey, danke. Für alles. Ach, wie ging das nochmal? Mann, wie ging das nochmal? Ich bin einfach nur dumm. Tja, keine Ahnung. Und davon viel. Ich weiß, dass es noch irgendwie ging, aber ich weiß... ...echt zu sein, gar nicht mehr... ...wie genau... Boah, keine Ahnung, ob es da irgendwie... War das nicht so, dass man da den Doppelsprung brauchte? Ich weiß es einfach nicht mehr. Keine Ahnung. Oder dass man das irgendwie drehen konnte oder so. Tja. Das muss ich mal wieder ein bisschen verschieben. Bis es mir wieder einfällt. Achso. Okay. Yo, das übrig gebliebene Zeug hole ich mal später hier, wenn ich Bock habe. Gerade habe ich da keinen Bock drauf, deswegen geht's zurück nach Sepho Mio. Ja, darf er mir mal hier mitten im Nirgendwo landen. Kann Stich, das Stich. Wir können ja mal hier das Schiff mal wieder umstreichen. Habe ich eigentlich mal wieder einen Poncho gefunden? Richtig guten Kampfponcho. Mantis. Oh, cool. So, und hier... Was haben wir denn hier? Sternjäger und Rennfahrer. Rennfahrer sieht mal richtig fancy aus. Das nehmen wir doch. Direkt mal das Schiff umlackiert. Hab zu tun. Muss sehen, was ich als nächstes koche. Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Er sagt nichts. Mario und Schauzig schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. Ja, dann fliegen wir jetzt halt erstmal quer durch die Galaxis. Cool, dass ihr den Helm auf. Cool. BD1? Pass auf Kerl auf. Kann man BD1 eigentlich so ein Lichtschwert geben? Das wäre cool. So, bevor ich irgendwas mache, schmeiße ich hier erstmal die Pflanzen rein. Die sind schön. Neue Samen gepflanzt. Da auf der rechten Seite. Okay. Und dann gehe ich nochmal eben kurz im Medizinraum, wollte ich jetzt sagen. Im Maschinenraum. Medizinraum. Im Maschinenraum meditieren. Gott, ich bin schon einfach viel zu fertig, ey. Einfach nicht mehr so fertig die Folgen aufnehmen. Dann werden die Sprüche tatsächlich irgendwann mal wirklich schlecht. Fähigkeit bauen. Können Sprüche eigentlich ablaufen? Ja, können sie. Jo, okay, dann zurück zu Sepho. Und ich würde nach wie vor an dem Schiff rennen, wenn ich dürfte, aber das geht leider nicht. Irgendwohin, nur nicht Datomir. Da gefällt's mir nicht. Alles klar, auf nach Datomir. Juhu. Was haben wir denn hier? Haben wir den Superbrocken? Und wenn der das Schiff weiterhin so fliegt, dann... gibt es noch ein paar mehr Brocken. Suche die imperiale Ausgrabung auf Sepho. Nein, das ist immer noch Kashyyyk. Sepho. Erkundet 45
100% und gerade mal 3 von 14 Geheimnissen. Wow, Bugano, 2 von 6 Geheimnissen und Datumir, 1 von 4 Geheimnissen. Aber so stark bin ich da jetzt auch nicht hinterher. Dann machen wir da mal einen Kreis drum. Zurück nach Sepho, hä? Das Imperium hat vielleicht ein Sepho-Grab. Uns bleibt keine Zeit. Ah, schade. Einer von Sors Kämpfern sprach von einem wichtigen Spiel. Ein paar Credits würden uns nicht schaden. Glücksspiel? Denken Sie nach, Grease. Irgendwann wird diese Haxion-Brut Sie doch noch erwischen. Diese Typen? Ha, die höre ich aus einem Parsec Entfernung. Das fehlte noch, dass Ihre Spielsucht uns in Schwierigkeiten mit Verbrechersyndikaten bringt. Stimmt ja. Sie haben recht. Ich will nur hin und wieder etwas Stress abbauen, verstehen Sie? Aber das liegt alles hinter mir. Es wird sicher kein Problem geben. Ganz genau. Was soll schon schief gehen? Und ich darf mich wieder setzen, während wir landen. Warum auch immer. Boah, so ein Schreibtischstuhl, das wäre cool. Endlich wieder hier. Wisst ihr noch, wo ich den... ja, cool. Der liegt da immer noch. Alles klar. Na gut. Ist halt so. Was soll er denn auch sonst tun? Da komme ich durch. Okay, dann nehme ich einmal den Weg. Das wird tatsächlich einmal die Abkürzung sein. Und dann muss ich mir irgendwie einen Weg darüber suchen. Das kann ich irgendwann auch mal mitnehmen. Und da muss ich dann zum Sepho-Grab. Ist das denn hier überhaupt der richtige Weg? Please, tell me. Okay, ich gehe einmal hier durch, dann nach rechts. Vor uns liegt eine lange Reise. Ach so, ja gut, dann wünsche ich das mit dir. Diese sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu finden sind. Ich nehme die Herausforderung an. Das sehe ich. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was wir erreichen wollen. Was wollen wir denn erreichen? Die Sache. Anfangs war ich unsicher. Verständlich. Du warst auf Bracca lange allein. Hast wahrscheinlich Jedi vom Hohen Rat erwartet. Und stattdessen hast du uns. Und ihr habt mich. Wir sind ein Team. Ja, genau. Das kann man sich sehr lange einreden. Die Heimatwelt der Sepho. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Einige Male hat er mich mitgenommen. Das war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Meint ihr, Grease wettet darauf, ob wir es schaffen oder nicht? Kerl, ich übernehme die Verantwortung. Mach dir darüber keine Gedanken. Schon okay. Als ich Grease fand, hatte er hohe Schulden bei der Brut. Ich hab sie bezahlt. Komplett. Dachte ich zumindest. Jeder hat Probleme. Ja, da hast du wohl recht. Wer oder was ist die Brut? Hab ich vergessen? Diese Sepho-Hinweise können auf dem ganzen Planeten sein. Du hast noch viel zu tun. So. Darf ich jetzt mal wieder... Jo. Bevor die mir gleich noch einen Schnitzel an die Backe labert. Natürlich. Ach so, ja, das spawnen einfach mal schön ein paar Truppen. Ah, nicht der Bud Spencer Klopper. Sie können nicht entkommen. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Sehr gering. Dein ist geringer, keine Sorge. Scanner ist ausgefallen. Nice. Easy. Aber der Punch hat schon gut reingehauen. Yo, wie ist er denn verreckt? Maximal ungünstig. Ah, eine 10 von 10, ey. Boah, stell dir mal vor, du trittst so aus dem Leben. Und egal, was du bis dahin erreicht hast, alle haben es vergessen, genau in dem Moment. Das ist auch echt. Oh Mann. So ein bisschen leid tut er mir ja schon. Das ist... Ah, ist das gemein.
Ja, da wollte ich jetzt auch nicht meditieren kommen. Wer mag denn nicht Wachdienst? Moin! Ja, magst du jetzt auf mich schießen oder? Ich sehe einen Eindringling. Da oben! Hab's verstanden. Schaltet ihn aus! Wie er mir auch noch ausweicht, wie frech. Ja, komm hier. Boom. Der gesamte Trupp ist am Boden. Ja, und er guckt mich nur an. Jo, jo, gleich schieße ich. Gleich schieße ich. Gleich schieße ich. Gleich, komm zurück. Gleich, jeden Moment, wenn er da wegguckt, dann schieße ich. Dann werde ich schießen, ganz sicher. Jetzt gleich. Jetzt gleich. Greife den Feind an! Oh, er hat ja wunderbar funktioniert. Oh, cool, jetzt kann ich einmal den... Das aber machen, das wollte ich schon immer mal tun. Ich sollte mich zurückziehen! Oh. Das war dein letzter Fehler! Ich sollte mich zurückziehen, genau. Mitten im Kampf werden alle anderen draufgehen von seinen, Leuten. Da sollte er sich zurückziehen. Feind unter uns! Ja, er hatte zwar den High Ground, das hat ihm nichts gebracht. Den holen wir uns. Ich erledige dich endgültig. Ah, hat nicht so ganz funktioniert. Ich wollte einmal diesen Verzögerungsangriff hier durchführen. Okay, und hier darf ich dann durch. Nice. Ohohohoho. Natürlich, das passt genau, als wäre es extra dafür gemacht. Bitte einmal hacken. Das brauchen wir. Einmal Mika Hackingen. Hey, BD, hier drin. Zeig mal, was du gefunden hast. Wieder eine Hülse. Nee, Durit. Ah. Jetzt wird gekämpft. Das ist richtig. Aber nicht von dir. Wo muss ich denn nochmal lang? Da will ich nicht nochmal rüber. Ich bin völlig falsch, aber das ist ja auch okay. Hä? Moment. Ja, okay, so okay ist das gar nicht, weil ich jetzt echt lange... Oh Gott, wo muss ich denn da hin? Hä? Ah, okay, ich kann jetzt einerseits da lang oder... Okay, da ist das Schiff. Den Aufzug nach unten fahren oder da lang? Genau, überlegt er erstmal für eine halbe Stunde. Okay, ich gehe tatsächlich da nochmal zurück, weil ich glaube, dass ich da. Oh, okay. Dass ich so da eher hinkomme. Ja, das stimmt. Da einmal durchlaufen. Schön zum Schiff zurück. Alles nochmal abgrasen. Weil wir sonst nichts zu tun haben. Ach, ich hätte hier gar nicht meditieren sollen, weil jetzt muss ich ja an den Typen da wieder vorbei. Oder ich laufe einfach durch die durch, das geht auch. Ah, guck mal, einmal für die, ne? Einmal für die Erfahrung hier. Unbedeutend. Ey. Das werden Sie bereuen. Au. Analytischer Hieb. Das ist auch so ein analytischer Hieb. Jo, mach mal halblang, haben Sie gesagt. Ich bin der Forderung nachgekommen, hab ich gesagt. Nach wie vor auch so cool, dass sie auf so unfassbar viele Details geachtet haben. Gut, aber die Höhlen werden voll von ihnen sein. Ich werde gerade wie er halt auch sein Lichtschwert zündet, das ist einfach, weiß ich nicht, das hat einfach Stil. Und da fängt es einfach schon an. Ich weiß. Ich spüre es auch. Passt auf euch auf, ja? Du auch. Hey, ich bin irgendwie gerade so blöd, den das Vieh hier zu hören. Okay, danke, ciao.
Komme ich da jetzt lang? Ja. Ist das der Weg? This is the way. Okay, entweder fahre ich damit runter oder mit dem Fahrstuhl. Ich glaube, das hier geht schneller. Nach allem, was wir schon gemacht haben, du passt es. Ah, easy. Hui. Silvester live und in Farbe erleben. Die kleinen Drecksviecher, ne? Das sind die allerschlimmsten. Ach, jetzt muss ich an dem vorbei. Nein. Och, nö. Da, das meine ich. Alter, ist das gut gemacht. Scheiße und nervt mich die ganze Zeit. Außer mein eigenes Gelaber. Diese Viecher hier. Au! Ja, komm. Es sind immer die kleinen Drecksviecher, die einen nerven bei solchen Spielen. Immer. Jedes Mal. Es sind immer irgendwelche Wölfe oder irgendwelche... Passt auf, wo ihr hinfährt! Getroffen. Au! Okay, Moment. Sind wir gut genug für den Sieg? Haltet den Druck aufrecht! Bin nur noch ich übrig? Jo! Du und der Boden! Ciao! Okay, einmal mit dem Aufzug fahren und dann sind wir auch schon da. Okay, fertig nochmal das Verhalten. Im nächsten Jahrhundert bin ich dann auch mal da. Uff. Erstmal wieder meditieren. So, noch ungefähr ein Mikrometer davon entfernt, einen Fähigkeitspunkt zu bekommen. Aber das ist dann einfach so. Ach krass, hier war ich echt noch nicht. Wow. Oder? Nee. Ich doch schon mal, oder? Oder? Ja, scheinbar nichts. Ach, hier beim Venator. Beim Venator. Mit Papa Schlumpf 1 und 2. Ich würde mich gerne nochmal eben zum nächsten Sicherungspunkt durchschlagen. Sicherungspunkt vor allem. Genau, Speicherpunkt. Ich muss hier wieder an den. Eigentlich hasse ich auch so ziemlich jedes Vieh in dem Spiel. Heiß! Also nicht der, sondern der Schaden, der dann kommt. Au! Au, ja, genau, ja, klar. Ja, und dann trifft er mir wieder ins Gesicht, ne? Ich glaube, ich muss meine Aussage mal wieder revidieren. Aber der kommt mir jetzt nicht davon. Erstmal Schwiegermuttis alte Pranke im Gesicht haben. Das ist immer sehr, sehr uncool. Und
natürlich darf ich jetzt hier wieder durch. Was soll das sonst nichts zu tun, das im Leben? Sieht natürlich an, wie er wieder glänzt. Dem wird das hässliche Grinsen noch schön gleich vergehen. Nicht gut. Ah, doch gut. Ah, okay. Doppel-Y. Ja, Doppel-Y macht's schon derben Schaden. Cool. Hier ist einfach dunkel. Cool. Chia Butter. Leider gilt dasselbe für unser Schiff. Trotz des Schadens empfehle ich weiterzumachen. Gemeinsam. Sie wissen, ich schrecke vor keinem Kampf zurück. Gemeinsam stark. Gemeinsam Tony Stark. Wo muss er denn hin? Da oben. Einen Suchdruiden gehört, aber ich kann mich auch irren. Komm ich da hin? Nee, oder? Okay, easy. Kein Gefühl mehr für Reichweiten. Hey, BD, hier drin. Hülse? Da war wirklich was drin. Eine Hyperhülle. Poncho-Material, nice. Erstmal wieder ein Kampfponcho. Und. Doch mal wieder daneben gesprungen. Nur noch mal eben kurz zum nächsten Speicherpunkt, hat er gesagt. Das macht voll viel Sinn, hat er gesagt. Was hat er denn? Dieses Ding muss überladen werden. Hä? Aber jetzt? Ach so. Ja, okay. Da war ich gerade, ne? Da war ich gerade. Ja, bin ich gerade doof? Ein bisschen lang. Natürlich. Ach so. Ich muss da noch runter, oder? Oder... Gibt's hier nicht irgendwo... Ups. Gibt's hier nicht irgendwo einen... Speicherpunkt? Boah, ich will jetzt nicht... Guten da Jotas. Ja, aber der ist... kann ich den nicht irgendwie umgehen, oder... Ciao. Mal feige vor dem Wegrennen, während ich dann hier... Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Gibt es nicht hier noch irgendein... Oh, schlag doch nicht drauf! Ach so, das ging auch? Cool. Gut, dass mir das mal einer sagt. Ciao. Hier gibt es doch mit Sicherheit irgendwo mal einen Speicherpunkt. Okay. Speicherpunkt. Plan beenden. Was habe ich denn jetzt überhaupt gemacht? Außer doof aus der Wäsche geguckt. Hey, was war das? Kann ich irgendwas tun?
Aufladen beenden. Ach so, okay. Hä? Na gut. Nein! X, X, X! Wo ist X? Ich hab was vergessen. Nope. Aber immer noch keinen Speicherpunkt. Jetzt kommt erstmal für die nächsten 30 Minuten keiner mehr. Dass mich das jetzt nicht getroffen hat, das wundert mich doch. Das war schlecht. Das war schlecht. Au. Was habe ich dem eigentlich getan? Ja, das mal ab. Ach so, ja, cool. Haben die zwar Strom, aber das hilft mir auch gerade nicht weiter. Nee, das war ein Moment zu früh. Ah, shit. So, das wird passen. Da komme ich natürlich nicht durch. Okay. Ach so, da muss ich dann natürlich. Hä? Okay. Ach so, und angeblich komme ich da auch einfach. Hä? Angeblich komme ich da auch einfach so durch? Da gab es noch ein Geheimnis, oder? Wie komm ich denn da hin? Kann ich da jetzt so hoch? Fragen? Nee, da ist er natürlich zu doof für. Was ist der? Achso, ja, okay. Ich wollte schon wieder meckern. Treffer! Macht euch bereit! Die Meisterin Chiata. Es gab Überlebende. Der Angriff. Ja, stimmt, das war so? Fragezeichen? Cool. Ja, easy. Ja, was hat er denn da wohl bestellt in dem Moment? Ich weiß es nicht. Boah, das ist einfach krass. Du willst einfach nur mal eben zum nächsten Speicherpunkt springen und dann darf das einfach das Spiel so. Nein, das lasse ich nicht zu. Richtig gut. So, Stopp. Achso, nee, das war doof. Muss ich ein bisschen eher machen. Stopp. Na, werde ich nicht schaffen. Abbruch, Abortmission. So, ja genau, warum mache ich das nicht auch von der Seite? Das wäre ja gelacht. So,
Das macht doch schon mehr Sinn. Easy. Komm ich wieder raus, oder? Jo, den verprügel ich dann später, denn ich würde nach wie vor gerne einmal, ihr wisst schon, speichern, aufhören, Päuschen machen. Das alles auch noch gleichzeitig. Kann ich wahrscheinlich noch nach oben. Und ich höre Suchtruiden. Juhu. Das sind ja auch so Lappen vor dem Herrn. Reese, bist du beschäftigt? Ich wollte mir gerade... nein, nicht beschäftigt. Nie beschäftigt. Brauchst du denn was? Okay. Hier sind zwei abgestürzte Schiffe. Du warst nicht der einzige Pilot, dem der Wind zu schaffen gemacht hat. Oh, 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 das fällt dir jetzt auf? Wo warst du denn? Ich meine, besser als ich geht gar nicht. Ja, okay. Ich wollte mich nur bedanken. Also du bist wirklich... gern geschehen, Kleiner. Ich muss weg. Ich hab zu tun. Also, wir sehen uns. Ciao. Ciao. Tschaußenhausen. Was ist denn da? Yo. Tag 43. Der Admiral sucht immer noch. Verzweifelt den nächsten Speicherpunkt. Das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Na komm. Ach so, da darf ich jetzt nicht hoch. Da stehe. So läuft das halt. Oh, das war nicht gut. Okay, aber anders bitte. Anscheinend vor langer Zeit einen schrecklichen Tod gestorben. Der muss auch an den Bohrern hier vorbei. Obwohl das eher keine Prügler, keine Bohrer sind, sondern eher so Prügler. Achso, ja, der will. Hey, was soll ich denn? Achso, ja, er hat ja gerade nur den Strom eingeschaltet. Hier rüber, BD. Oh Gott, ich darf einfach nicht speichern. Es ist mir einfach nicht. Es wird mir einfach nicht gegönnt. Es ist mir. einfach mal 30 Stunden mehr spielen muss, als du eigentlich gerade lustig bist. So, ciao. Gibt's noch was zu looten? Hey, BD, siehst du mal an. Was ist das, BD? Ein Swoop. Ich weiß, dass es Swoop-Bikes gibt. Die guten Swoop-Bikes. Aber das, was es nicht gibt, sind Speicherpunkte. Die sind nämlich gerade ausverkauft. Tja, Admiral gezwungen zu 50-stündiger Aufnahmesession. Da kein Speicherpunkt vorhanden. Droide. Sie beobachten uns. Ach so, tatsächlich.
Fast. Komm schon. Du schaffst es. Okay. Er hat den Druck leider nicht standhalten können. Wie komme ich da nach oben? Ich habe so die Befürchtung, dass das nicht geht. Ach so, genau, hier lang. Aha. Na komm. Du bleibst mal schön da, wo du bist, Kollege. Was gefunden? Es ist ein Speicherpunkt. Gute Arbeit. Es ist alles andere, aber es ist nie ein Speicherpunkt. Oh, oh. Easy. Ja, wann sind Sie das letzte Mal hier durch ein, was ist das hier überhaupt? Durch irgendeine Turbine gelaufen? Durch die Turbine eines riesigen Raumschiffs? Ich habe jetzt locker 30 Echos aufgesammelt, aber keinen Speicherpunkt. Alle Trupps, Alarmstufe rot. Commander starb durch ein Lichtschwert. Dein Ernst? Hä? Ach so. Okay. Yo, das war mein Schiff, yo. Yo, ho, ho, ey. Wirklich großartig, BD. Okay, was hat er denn gemacht? Ich wäre ja noch viel zufriedener, wenn er mal einen Speicherpunkt hat. Ah, das Rumgemecker tut mir leid. Es ist einfach nur... Oh ey, das ist sehr langsam an meinen Griff. Und ich will da nur speichern. Ich hab's schon vorhin gesagt. Naja. Das ist so ein Gefühl tief unten im Bauch. Erst hatte ich Grease Kochkunst in Verdacht. Aber jetzt wird es stärker. Je näher wir kommen, desto schlechter geht's mir. Das heißt nichts Gutes. Desto schlechter geht's ihm? Okay. Jetzt bist du auf dem Weg zum Zahnarzt bist oder so. Cool. Die sind auch verdammt schnell, was das Bauen von Anlagen angeht. Das kann das Imperium irgendwie. Und ich darf endlich speichern. Oh Gott. Ich ruhe mich nochmal eben aus und dann... Rüste ich gerade nochmal eben eine Fähigkeit aus. Alles nur nicht, um das Spiel zu beenden. Nee, Quatsch. Überragendes Blocken. Jo, und dann ist tatsächlich auch alles erforscht, was es gerade so... Hey, Moment mal. Hä? Achso, ja gut, man sollte da auch vielleicht drüber fahren. Ja, das hat doch Stil. Sieht zwar ein bisschen planlos aus, aber geht vollkommen in Ordnung. Und dann bin ich mal gespannt, wo der nächste Speicherpunkt ist. So, da warten schon mal zwei kompetente Mitarbeiter. Um die werde ich mich dann allerdings in der nächsten Folge kümmern. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören, Zusehen, zu beides. Und jo. Jetzt fehlen mir die Worte. Reingehauen, wieder schauen und so weiter und so fort. Bis denn. Tschüss.